Designed for Touch Control. Da könnte man ja ein bisschen argwöhnisch werden, wenn man versucht, ein Switch-Spiel auf dem TV-Bildschirm zu zocken. Aber naja, so ist es halt bei Point-and-Click-Adventures, wie es Violet nun mal ist. Davon gibt es ja mittlerweile ein paar mehr, also ja, einen guten alten klassischen Adventures. Wir hatten ja erst vor einiger Zeit Thimbleweed Park auf der Konsole. Und Violet ist allerdings eines, das, naja, was Eigenes ist. Es orientiert sich jetzt nicht an irgendwas Älterem, sondern versucht halt was komplett Eigenständiges zu sein. Wir werden zu Demonstrationszwecken hier jetzt einfach mal einen neuen Spielstand starten. Vorher habe ich das Spiel so ein bisschen angespielt, damit wir die Puzzlezeiten ein bisschen verkürzen können und ihr mich halt nicht hilflos durch das Spiel stolpern sehen müsst. Lasst mich euch sagen, die ersten Spielminuten waren nicht gerade schön anzusehen. Also, spaßig war es schon. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Erstmal gibt es das kurze, kompakte Intro, das unsere Ausgangslage präsentiert. Ihr werdet sicherlich schon gemerkt haben, oder gleich merken, wenn halt Charaktere auftauchen. Es gibt, soweit ich das mitgekriegt habe, bisher keine Sprachausgabe in diesem Spiel. Alle Dialoge finden in Sprechblasen statt, die dann auch keinen Text enthalten, sondern halt nur Bilder, aber das seht ihr dann auch gleich noch. Dementsprechend müsst ihr jetzt mein Geplauder bis zum bitteren Ende dieses Videos ertragen. Hihi, ihr tut mir jetzt schon leid. Sprache und dann wurde er plötzlich still. Ne? Das kennt man ja, ne? Jedenfalls, wie ihr gerade sehen könnt, Violet zieht mitsamt Familie in ein neues Herrenhaus. Augenscheinlich hängt der Haussegen ein wenig schief und sie scheint nicht wirklich ja, gut drauf zu sein allgemein. Aber dann passiert etwas Magisches. Findet ein seltsames Artefakt und landet jetzt plötzlich in einer anderen Welt. Da-da-dam! Okay, das ist ein bisschen beunruhigend. Und die Situation ist auch nicht gerade wirklich besser. Ja, jedenfalls, Point-and-Click-Adventure-Spiel, ne? Wir haben, Mauszeiger, den wir hier mit dem Control Stick, mit dem rechten Stick wohlgemerkt, über den Bildschirm fahren können. Wie gesagt, im Handheld-Modus ist es eindeutig angenehmer, hat man dann den Touchscreen dafür. Aber wir können halt ganz simpel alles Mögliche anpeilen. Wir können auch mit den ZL- und ZR-Tasten die Mauszeigergeschwindigkeit beschleunigen. Und mit der A oder den mit der linken oder rechten Schultertaste die allerlei Aktionen ausführen. Und zumindest könnten wir das, wenn wir nicht in diesem verdammten Käfig festsitzen würden. Kommen ja nirgendwo ran. Ja, aber vielleicht, ja, wir könnten ja den Käfig selbst benutzen. Hier hört ihr übrigens schon mal einen so einen kleinen Nachteil vom Spiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell in der Switch-Version etwas ist oder ob das zum Spiel dazugehört. Aber der Sound setzt aus, wenn das automatische Speichern einsetzt. Also schade, weil die Klangkulisse an und für sich ziemlich schön ist. Gut, während ich das gerade hier überplaudert habe, ist passiert, dass wir ja, diese Fee berührt haben, wie wir jetzt auch in diesem schönen Tagebucheintrag herausfinden. Und augenscheinlich hatten wir eine allergische Reaktion, die dafür zuführt, dass wir jetzt telekinetische Kräfte haben. Sonst passiert ja auch nichts völlig Ungewöhnliches, nicht? Ihr seht auch, wir können hier allerlei kleine Kugeln einsammeln, die verschiedene Farben haben und so. Die sind teilweise verflucht gut im Hintergrund versteckt. Ich weiß allerdings noch nicht, was sie bewirken. Ich sammle die erstmal nur ein. Gut, erstmal müssen wir hier aber jetzt aus unserer misslichen Lage rauskommen und versuchen mal die Heftklammer hier zu bewegen. Die können wir jetzt greifen und wenn wir die
Aktionstaste gedrückt halten, dann können wir sie auch woanders hinziehen. Da merkt man, dass das Ganze eigentlich für den Touchscreen programmiert wurde. Vorher klicken wir nochmal drauf, um uns herauszufinden, wo wir... Ah, da war der Funke. Da können wir also die Heftklammer platzieren. Und dann sollten wir hoffentlich hier Strom haben. Ja, oder Kabelbrand. Deswegen sollte man nicht mit offenen Kabeln spielen. Es sei denn, man sitzt in einem Käfig, bevor man auseinandergenommen wird und möchte raus. Das passiert nicht so häufig, wie man glaubt. Und schon sind wir in einem komplett anderen Raum, wo wir gleich erstmal alles gepflegt auseinandernehmen. Wie ihr hier seht, diese kleinen Kugeln gibt es wirklich an allen Ecken und Enden. Man muss da wirklich mit sehr offenen Augen rangehen, wenn man die alle haben möchte. Und ich habe immer noch keinen Plan, was die eigentlich bewirken. Wahrscheinlich ist es irgendwas für ein Achievement in der Steam-Version oder so, weil es gibt es auch für Steam. Keine Ahnung. Oder es wird gegen Ende wichtig und dann braucht man, was weiß ich, 20 Jubelkugeln, um das wahre Ende freizuschalten oder so. Wer weiß das schon? Wir haben hier erstmal natürlich wieder was zu rätseln. Beziehungsweise wir schauen erstmal, was die Umgebung alles bereithält. Wir haben hier dieses Kolben, wir haben da dieses schnappende Metalldingsbums, das ein bisschen an eine Fliegenfalle erinnert. Wir haben da oben eine Fliege und so ein komisches, grinsendes Etwas, das mich irgendwie beunruhigt. Und der Sound setzt mal wieder aus. Das nervt total. Also, gerade bei solchen schönen atmosphärischen Stücken. Wow! Au. Gemein. Okay, der Typ hat uns auf dem Kieker. Das heißt, wir müssen den irgendwie ablenken. Ja, hier haben wir so ein paar Informationen zu unserem Bossgegner dieses Bildschirms. Generell lernen wir daraus, das Viech nervt einfach nur. Als hätten wir dafür irgendwie eine spezielle Anweisung gebraucht. Ja, was können wir denn hier machen? Wir können hier so einen Tropfen platzieren. Ich höre so ein dämliches Summen. Wir können vielleicht den Nerv... Ja, guck, der guckt da hinterher. Vielleicht können wir ja Nervefiech mit Nervefiech bekämpfen. Zu dem Zweck müssten wir das aber irgendwie so in der Nähe einfärchen können. Also hauen wir mal den Kolben hier um, halten den fest, ziehen den Korken raus und kämpfen noch einmal mit der Fliege hier, bis sie auf ja dorthin soht, wo sie soll. Geh rüber, da. Klicken im Kreis da. Ja, Punktlandung. Jetzt füllst du das Zeug weg. Stellt fest, hey, da kommt's ja her. Klettert rein, kommt nicht wieder raus. Sicherheitshalber machen wir den Korken drauf. Nicht, dass er irgendwann auf die Idee kommt, dass es da wieder rausgeht. So, dann lösen wir unsere kleine Konstruktion hier. Und die verrückte Teekanne ist außer Gefecht gesetzt. Jetzt kannst du uns nicht mehr nerven. Hoffentlich. Ja, wir sind raus. Das ist ein bisschen kompliziert. Zumindest sieht es kompliziert aus, ist eigentlich total einfach. Es ist einfach nur so ein Türenlabyrinth. Ja, wenn man so den Überblick hat als Videospieler, dann kommt man da auch schon wieder durch. Irgendwie. Gehen wir doch zum Beispiel mal hier unten lang. So, hier haben wir eine Raupe, die ist bis an die Zähne bewaffnet. Das könnte interessant werden.
Ich hoffe, wir müssen uns nicht mit der persönlich anlegen. Hier ist was in diesem. In dieser Glocke da. In der Glasglocke da versteckt. Kann man aber nicht ran, weil es verschlossen ist und war. Nein. Wer macht denn sowas? Es gibt übrigens auch eine Hotspot-Anzeige. Die Hotspot-Anzeige ist in diesem Fall allerdings ein bisschen nutzlos. Wir haben einfach so absurd viele Interaktionspunkte auf diesem Bildschirm. Es ist echt nicht mehr feierlich. Ja, an den Mr. Rauperich kommen wir leider nicht ran. Dementsprechend können wir auch nicht mit ihm reden. Der scheint aber auch arg beschäftigt zu sein, der Junge. Schöner Schnauzbart übrigens. Ist vielleicht von Mario besessen, wer weiß. Wir schauen erstmal hier oben rum. Was war das? Ah, da will ich hin. Los! Ups. Naja. Dann hauen wir hier das Messer runter und zack, fliegt eines der Spinnenviecher dann auch direkt weg. Jetzt müssen wir noch den Rest irgendwie wegkriegen. Vielleicht können wir hier was wegspülen, aber dazu. Abkürzen, wegspülen braucht man Wasser. Ich halte das für ein Gerücht. Also probieren wir hier mal blind rum. Das ist halt eine ziemlich simple Adventure-Logik. Einfach rumprobieren, bis irgendwas funktioniert. So, haben wir das Ding jetzt geflutet. Und kommen gleich zu einem wahrlich nervigen Puzzle, das ich ehrlich gesagt bislang nicht durchschaut habe. Erstmal gucke ich mich hier noch um. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Ich kann noch mit allen möglichen Klappern. Klapp, klapp, klapp. Da ist noch so eine komische Leuchteperle. Tja, und jetzt machen wir uns an dieses Puzzle hier ran. Und während das so läuft, kann ich ja gleich schon mal so mehr oder minder zu einem ersten Fazit zu Violet kommen. Also, ich habe jetzt nicht viel weiter gespielt, als wir es bisher gesehen haben. Von meinem Ersteindruck her ist es ein relativ solides Adventure, auch wenn ich sagen muss, dass mir die Rätsellogik nicht immer ganz gefällt. Also manchmal habe ich das Gefühl, es geht wirklich nur mit rumprobieren was. Wie gesagt, das Rätsel hier zum Beispiel, da steckt bestimmt Mathematik und Logik oder so hinter, aber ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht geschaut. Ich gehe das jetzt zum zweiten Mal durch. Ich habe es wirklich nur durch wildes Rumprobieren gerafft. Gerafft habe ich es halt nicht. Na komm, den Ring muss ich dann mitnehmen. Aber vielleicht übersehe ich auch schlichtweg etwas. Es gibt glücklicherweise in dem Spiel aber auch ein internes Hilfesystem, das seht ihr rechts unten. Das allerdings auch nur so mit vagen Bildern arbeitet und manchmal helfen die Bilder ehrlich gesagt nicht sonderlich viel weiter, weil sie eventuell einen wichtigen Schritt überspringen. Habe ich an einer späteren Stelle herausgefunden. Aber ansonsten, es ist ein wirklich bildhübsches Spiel, muss ich sagen. Also die Hintergründe sind klasse, die 3D-Modelle gehen, passen zumindest noch zu der Umgebung und unterstreichen dann halt auch so ein bisschen die Skurrilität des Settings. Steuerung geht, es fühlt sich zumindest angenehmer an als Thimbleweed Parks Steuerung, die ja dank aller möglichen Zielhilfen und sowas mit dem Controller deutlich ungelenker wirkt, aber dann wiederum hantiert man jetzt auch kein komplexes Verbensystem in Violet. Von daher kann man das schon mal machen. Mit dem Touchscreen ist es natürlich eine deutlich angenehmere Sache und dafür ist es ja auch, wie eingangs angemerkt, designed. Ja, muss man mal schauen, wie sich das dann auf Dauer hält. Also ich habe gehört, es soll relativ kurz sein, aber so von meinem ersten Eindruck her bin ich eigentlich positiv überrascht. Das wäre zumindest etwas, was ich dann auch so freizeitlich noch weitergespielt hätte. Wie das Ganze dann aber dann schlussendlich im Endergebnis aussieht, das erfahrt ihr demnächst in unserem Test auf planetswitch.de. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!